Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Herr der Ringe Wars in the North. Ich bin hier wieder, wie auch die letzten paar Male, mit dem Zombie-Hand 89 und dem lieben Robstruktor. Dwarf in the Jo, jo, North. jo, jo, Hauptsache Dwarf in the North. Ja. Dwarf in the North. Und ich werde Zwerg in Nord. Der seltsame ist, und ich unsere Stadt werde heißt hier auch North. angeschrieben. Super, ich liebe es. Einfach sich schön auf offline stellen und dann sagen, ach, Offline. lass mich in Fickt Ruhe. euch einfach. Genau. Ich habe noch gar Und nicht Hallo wo rennt die gesagt. hin? Wir müssen weiter. Hier Ja, lang, genau. genau. Bam, hopp, 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 Hauptsache, was hopp, ich hopp, vergessen hopp, habe zu hopp. fragen, hopp, 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 meins. Gold, Pilze? Oh, Artefakt vom Western-Esse. Ja, hat's ja. Ach, Überraschung, lass Tenchi vorrennen. Tenchi, du führst Nein, mal ist kurz die keine Gruppe. Überraschung. Nee, ist nicht. Tenchi rennt vor. Nein. Doch, Tenchi rennt vor. Ah, Surprise Party. Ich komme hier nicht runter, doch. Überraschung, Überraschung. Nee, was ich sagen Das habe wollte. ich nicht erwartet. Warte, Tenchi. Warte. Hier ist ein geheimer Gang. Eben. Wir müssen einen Weg heraus aus diesem Oh. Loch finden. Mach kaputt! Wie heißt es? Hast du das Spiel schon mal eigentlich durchgespielt? Also bei Zombie weiß ich, dass das für den Blind ist. Ab Lass einer mich das gewissen Stelle mitnehmen. zumindest. Und für dich? Also komplett blind ist es nicht. Ich habe schon relativ weit gespielt, allerdings. Ich glaube, ich war auch schon noch lange nicht durch. Also Okay. Ja, das dann. Einzige, was ich halt immer sehr mangelhaft gemacht habe, war mit den NPCs zu sprechen, weil ich da immer einfach zu faul für war. Ja gut, Was beim Let's verständlich Play. ist. Ich habe nichts mehr. Beim Let's Play kann man sich das aber mal erlauben. Ja, nee, ich habe das Spiel schon mehrmals durch jetzt inzwischen. Das ist halt wie Zeitenquest Was? aufgebaut. Wenn du das Spiel einmal durch hast, kannst du es halt auf einer erhöhten Schwierigkeitsgrad nochmal durchspielen. Ja, und das ist halt eben wie bei Zeitenquest aufgebaut. Und wir müssen uns überlegen, ob wir dann auf höheren Schwierigkeitsgrad dann nochmal spielen wollen. Jetzt kommt ein bisschen schwererer Kampf, müssen wir mal aufpassen jetzt gleich. Apropos, ich sollte vielleicht jetzt auch mal irgendwann den Levelaufstieg machen, fällt mir gerade ein. Wäre vorteilhaft. Du kannst deine Oh. Heilaura kannst ja mal skillen. Die ist ganz nice eigentlich. Gollum Orks. So, Ah, ich hab vergessen. wie hast du die eben noch, wie hast du letztes Mal noch genannt, Rob Structor? Oh, ich weiß. Hab ich sie genannt? Ach, genau, Glorks. die Glorks, genau. Glorks. Oder die. Warte, hatte ich noch einen anderen Namen? Die Orums. Oh Mann, wenn wir auf denselben Gegner einhauen, können wir keinen kritischen Treffer machen, weil der eine den anderen klaut. Tenshi steht nur blöd rum. Ja, chillt so ein Ja, bisschen ich sein habe Leben. gerade eben noch Skills verteilt. Ja, ich muss auch noch Skills verteilen, das habe ich auch vollkommen vergessen. Die Dinger Hier, sterben meine vor euch. Kugel! Ja, sauber, dann kann ich da drin skillen. Ist gut gemacht. Oder auch nicht, ich muss noch die Gegner. Vielleicht erstmal hinten aufpassen, was los ist. Oh, Die legendäres Dinger Abzünden. sterben, bevor ich die kritisch töten kann. Ist doch nice. Ja, Pech. Ja, First World Problems. Ich kann sie Ja, nicht schon irgendwie. töten. Oh, geil, Oh, finaler ich Schlag. verrecke hier gerade fast. Ja, ich merke das schon. Ach, Ich brauche Scheiße. langsam mal noch ein Level, damit ich skillen kann, dass ich Leben bekomme unter der Kugel. Ja, wäre von Vorteil. So, bestätigen, ja, Änderung beibehalten und den Skill, bleib, bestätigen, jo. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich geskillt. Lahm Arsch, Das sind lahm meine Arsch. Bolzen. Ja, ich habe das auch vollkommen vergessen. Ich habe das Ding zwar geskillt, aber habe vergessen, das zu aktivieren, also zu bestätigen, dass ich geskillt habe. Deswegen hat es nicht funktioniert. Genau, du Hey, friesest ich habe besser. keine Kraft mehr. Oh, hier, Rob. Ja. Ja, ich Hör höre. auf, die Gegner zu klauen. Hör auf, die Gegner zu Ihr klauen. Du warst sterbt auf vor einer mir, anderen Ecke. Dämonen. Warte, die mache ich zwei auf einmal. Nein, machst du nicht. Siehst du, machst du das nicht. War Einer ihr bin ich. scheiß verfluchten Goblins, lasst mich in Ruhe, wenn ich hier rumballer. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ah, Du bist schon wieder von es der tut Gruppe so getrennt. weh. Genauso wie wenn du dich abrollst, tut das weh. Ihr Schweine habt mich alleine gelassen. Achso, du liegst im Sterben, jetzt merke ich das erst. Oh, hör auf, so Hoch rumzukriechen. mit dir, wir brauchen deine Hilfe. Oh, jetzt habe ich schon einen Headshot gerade abbekommen. Wieso helfe ich dir überhaupt, wenn ich einen Headshot abkriege, ey? Weil ich hier eine Kugel habe, worunter du keine Pfeile abbekommst? Das ist lame. Man muss den Schwierigkeitsgrad aufrechterhalten. Wow. Boah, ey, jetzt. Ach, viel besser wäre das doch, wenn man die Kugel so groß machen könnte, dass das die ganze Map beinhaltet. Das Problem dabei ist nur, dass wenn die Gegner da drinnen sind, dich die Pfeile dann trotzdem erwischen. Das ist leider das Problem. Lagging like a bitch. Aber das wäre mir egal, wenn ich dafür den dicken Heal, den die Kugel nachher gibt, trotzdem kriege. Ja, okay.
Oder du könntest sagen, es sollte ein mobiles Schild sein, was dann nur die Körpergröße dann ist, was sich dann mitbewegt, wenn du dich bewegst. Das wäre noch besser, dann würde ich euch nämlich nicht helfen damit. Du könntest ja skillen, dass jeder der drei Leute ein Schild kriegt dann. Nee, das wäre doch langweilig. Tja, du Egoist. Ach ja, und du bist so Harry Potter-Style, du redest die ganze Zeit in einer anderen Sprache so. So wie Expelliarmus, sagst du dann einfach so irgendeine andere Scheiße. Ah, ich bin so gut wie Level Up, fällt mir auf, nix. Expelliarmuster! Expelliarmuster, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe Harry Potter nie gesehen. Doch schon. Was? Aber, doch, natürlich habe ich es gesehen, aber nicht jeden Teil. Was? Ich habe nur den letzten Teil nicht gesehen. Siehste, ich bin nicht was? Zombie kannst du nicht verstehen. Die Filme sind einfach nur Scheiße. Die Bücher sind das einzig Wahre. Nein. Das sollte sich als beides ist gut. Wenn ihr runterrollen. Tja, Kollisionsabfrage, der beste. Stiefel ist hier. Ah, ich hab eine Armbrust für dich. Wobei, die wird wahrscheinlich besser sein. Wer braucht Deutsche? Könnte Deutsche. Ich schieße euch ab. Moment. Friss meine Laserstrahlen. I'm firing my laser. Du kannst übrigens das Ding aufladen, ne? Glaube ich. Wer braucht Deutsche? Eigentlich ich, aber man kann es auch sein lassen, weil ich habe ein ganz gutes Ding. Ah, du hast ja den Deutsch drin. I'm firing my laser. Ich hab gar kein Deutsch. Hä? Renn einfach mit, vergiss den Deutsch. Wo bist du denn? Ja, wir sind am Ausgang gerade. Ja, ja, oh. Ich bin zumindest am Ausgang, kommt mal. Ja, klau mir nicht die Erfahrung. Hier ist kein Gegner, wenn ich das mal sagen darf. Ich bin nur 2 Level vorne. Deswegen soll ich dir nicht die Erfahrung klauen, weil du 2 Level vorne bist. Ja, das ist, muss ich genießen. Achso, okay. Das dauert nicht lange. Weißt du, was wir eigentlich machen müssten? Tötet den Zwerg! Wir kriegen Erfahrung von ihm! Nein! Die Erfahrung! Die Truhe brauche ich noch. Ah, ich kann ein Ding abgeben. Ich weiß nur nicht, wem es gehört. Ich werde es einfach mal austesten, indem ich es Zombie gebe. Du hast eine Hose bekommen. Kannst du die anziehen? Ja, die ist sogar besser. Krass! Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ich hatte noch die Standardhose. Ja, wunderbar. Dann ist doch gut. Wir hören jetzt kommt der. Ja, so, weiter. Yeah. Cutscene. Oh nein. Oh, da kommt der Aria-Zwerg. Oh, da spähe ich um die Ecke. Direkt. Jetzt hätte eigentlich Kopf ab sein müssen, das wäre am coolsten. Der hätte eigentlich jetzt schon tot sein müssen. Nee, der wird doch gar nicht erwischt. No, mitten in der Brust. Nee, warte, der ist doch weggewischt. Oh. Der Aria-Zwerg in der Mitte. Die Autobahnpolizei kommt. Alarm für Cobra 12. 11. Nee, 11 wäre jetzt geklaut. Wir dürfen ja keine Werbung machen. Nee, genau. Es gibt noch viele andere. Nein. Oh, leck. Ah. Ihre Werbung könnte hier stehen. Bezahlen Sie nur. bezahlen können Sie in Goldstücken. Oh, fuck. So. Spüre den Zorn der Elder. In Goldstücken und in Spielen. Genau. Nee, und in Leveln. Oh Gott, leck das. Wieder nur für dich. Für mich ist alles eigentlich in Ordnung. Ja, für mich auch. Ja, du bist ja auch Host. Das halte ich für ein Gerücht, also... Also, ich weiß gar nicht... Bildet ihr euch ein? Wie kommst du auf die Idee? Wie kannst du es dich wagen, mich Host zu nennen? Das ist eine Beleidigung, ja? Ja, ich merk schon. Bei mir kommen... Rennen die Gegner nicht, die machen bei mir Moonwalk. Lass sie doch! Rilla! I'm Kung Fu Fighting! Sehen wir eigentlich mal alle in derselben Ecke? Keine Ahnung. Ich könnte hier von da nur die Gegner kommen. Und wann bist du Level Up? Ich muss Level. Oh, Flintchen, Flintchen, Flintchen! Flitchen. regeneriere ich eigentlich nicht von alleine Kraft? Weiß ich doch nicht. Ich auf jeden Fall. So ganz, ganz extrem langsam. Weil du Mana auch verwendest. Mana ist auch nicht Kraft. Oh, ich muss wegrollen. Ah, ich bin gleich tot. Nein, das darf nicht passieren. Okay, ich mache einen Heal-Trank jetzt. Ist nichts passiert. Nein! Oh, fuck. Der Schlag ging daneben. Schlecht getimt. Ein Schlag. Meine Kleider sind versaut. Was bist du für ein Modepüppchen? Ja, ich bin so niedergeschlagen, dass ich schon am Sterben bin, ja. Schon wieder? Nein, noch. Ja, doch. Aua! Vielleicht sollten wir.
Ah, Leute, Alter! Komm mal klar auf euer Leben! Ich muss auch gucken, dass ich euch irgendwie wiederbelebe. Nein, ich sterbe! Ich sterbe! Danke! Warte, ich muss gucken, dass ich jetzt zu dir komme. Zombie! Kratz mich auf! Kratz mich auf! Ich mach das schon! So. Wie mach ich das denn? Ich hab schon, ich hab schon! Auch wenn's nicht bringt! So, jetzt müsst ihr erstmal den Typen befreien, damit endlich mal der Kampf aufhört. Ach was? Free EP, ja? Ja, schon, aber... Wenigstens Action, ja? Action wollen Zuschauer. Farin hat ein Level erhalten. Ey, Farin Urlaub, Junge. Oh, ich bin auch Level up. Ja, ja. Ich hab von dir geredet, bevor, du bist Farin. Bevor Gespräch Farin? Beginnt... Ja, du bist Farin. So, Moment, was skill ich denn jetzt überhaupt für eine Scheiße? So. Warte, darauf mache ich auch nochmal einen Punkt drauf. Weil ab dem nächsten Level kann ich dann. Ja, mache ich so. So. Jetzt helfe ich dir. Wenn jetzt noch irgendwie. Ich kann heilen! Yeah. Ich kann heilen! Oh, da kommen die bösen drei. Die drei Musketiere. Voll, voll das M. Voll. Voll der MG-Vogel. Seit wann haben Vögel bei dir MGs? Ach, mit der Fantasie geht alles. Das ist wie bei Dino D-Day, nur mit Adlern. Mit einer Menge Fantasie. Euch, ohne euer zeitiges Erscheinen wäre mein Tod langsam gewesen, aber unvermeidlich. Du kannst sprechen? Musst du auswählen, Tenshi. Nein. Das ist nämlich einer der wenigen Stellen, wo du bestimmst. Ja. Aber natürlich, aber die großen natürlich. Adler des Nordens können genauso gut sprechen wie jede Elbe. Ich heiße Belaram. Meine Heimat liegt im Nebelgebirge. Und ich diene Gwaii hier, dem Herrn der Adler. Wem verdanke ich meine Rettung? Den drei. Ich heiße Andriel und ich gehöre zum Haus von Elrond Halbelb, dem Herrn von Imladris. Meine Begleiter heißen Farin und Eradan. Hallo. Dann stehe ich in deiner Schuld, Andriel aus Imladris. Und ich habe mal eine Frage. Freunde. Ja? Sind eigentlich gerade nur bei mir die Augen von dem Adler total schwarz? Schwarz? Nein. Nur bei mir schielt er. Nein, bei mir ist alles normal. Was ist bei euch los, Leute? Nee, warum bist du hier? Oh Gott. Was hat dich nach Fornost geführt? Ich schweife oft weit über was die Länder. Was hat dich nach Fernost geführt? Ich sammle Neuigkeiten für meinen Herrn Gwaii hier. Als ich hier Aktivitäten sah, wurde ich neugierig. Zum Glück müssen wir nicht vorlesen, Rob. Oh ja, beste Zeiten. Was hast du gesehen? Ich würde aber gerade mal sagen, dass wir dann jetzt kurz einen Cut machen und dann in der nächsten Folge mit dem Gespräch fortfahren. Nein, ach, was hast du gesehen? Okay. Kurz und schmerzlos. Goblins und andere fiese Wesen arbeiten in den Ruinen. Sie scheinen sich für den Krieg zu rüsten. Du, das ist verstörend. Aber das Nein, daran musste ich bei Zombie gewinnen, das sagt er immer, auch bei Dungeons and Dragons. Ja, wir werden jetzt noch die Quest machen. Nein, werden wir nicht. Und dann ist der Anführer. Du musst das damit akzeptieren. Ich weiß ja, was anderes ist verstörend. Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Die Goblins gehorchten seinen Befehlen. Wer er ist, kann ich nicht sagen, aber er verbreitete eine Aura der Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Aganda. Das muss Aganda sein. Ja, sag ich ja. Kennst du diesen Mann? Pause. Kennst du diesen Mann? Und fertig. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Wenn wir es auf die Mauerkuppe schaffen, können wir vielleicht die Maschine zerstören. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe, die zur Mauer führt. Und danach ist noch ein Gang. Die Maschinen sind sicher gut bewacht. Wir könnten in eine Falle tappen. Genau. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Wenn wir Glück haben, Märtyrer. Kommst du unbeobachtet oben auf die Mauer. Es ist so gefährlich. Nein, komm. Dann lass uns aufbrechen. Na gut, lasst uns anfangen. Jetzt können wir einen Cut machen. Das ist trotzdem total verstörend, dass der Adler bei mir pechschwarze Augen hat und irgendwie so drei leuchtende Flecken in den Augen. Das ist der Killer-Adler. Von dem weiß noch keiner. Jetzt frisst sich bei Nacht auf. Ach, hier ist noch Waldläuferspuren. Los, den muss ich noch in der Folge schließen. Ach, hier ist übrigens eine Truhe, Leute. So, eine Truhe für alle. Hey. Gut, wir machen Cut. So, dann moderier mal ab hier. Genau. Sehen uns, ciao. Nein, das war's wieder mit der Folge. Und dann bis zur nächsten Folge.
So, wie lieblos du das einfach machst. Tschö. Okay, ciao. So.